Hier ein Bericht, wie man gesund alt werden kann, mit neuen Weisheiten. Ich habe immer versucht, die guten Dinge im Leben zu genießen, denn die sind vergänglich. Wein, Bewegung, frische Luft, Vergnügen und keinen Stress. Nicht nur das Geheimnis der 100-Jährigen von Sardinien. Nach seinen Besuchen in den blauen Zonen zieht Dan Büttner folgenden Schluss. Man muss nicht ans andere Ende der Welt gehen, um seine Chancen auf ein langes Leben zu erhöhen. Die haben nämlich nichts mit Geografie zu tun, sondern mit der eigenen Lebensweise. Büttner stellte ein Programm zusammen, das auf dem Lebensstil der 100-Jährigen aus den blauen Zonen basiert, passte es aber an die westliche Kultur an. Neun Weisheiten können die Chancen für jeden erhöhen, ein langes Leben bei guter Gesundheit zu genießen. Natürlich gibt es keine Garantie, aber wer diese neuen Gewohnheiten annimmt, lebt auf alle Fälle ein gesünderes Leben. Und das kann ja schließlich nicht schaden. Weisheit Nummer 1. Zu unserer Natur gehört die Bewegung. Das sagt der Blaise Pascal. 100-Jährige in den blauen Zonen bewegen sich regelmäßig. Machen Sie sich das Leben nur ein kleines bisschen ungemütlicher. Nehmen Sie die Treppe statt des Lifts. Schaffen Sie die Fernbedienung ab. Nehmen Sie das Fahrrad statt des Autos. Haben Sie Spaß an der Bewegung. Gehen Sie nicht ins Fitnessstudio, wenn Sie es nicht mögen, denn dann bleiben Sie ohnehin nicht dabei. Gestalten Sie sich stattdessen Ihr Leben aktiver. Gehen Sie während der Mittagspause oder nach dem Abendessen spazieren. Weisheit Nummer 2. Wir leben nicht um zu essen, wir essen um zu leben. Das sagte Sokrates. Die Hochbetagten in den blauen Zonen essen sehr wenig Fleisch. Sie nehmen mindestens 2 Sorten Gemüse mit jeder Mahlzeit zu sich und zwischen den Mahlzeiten viel Obst. Die Alten von Okinawa murmeln ganz vor dem Abendessen den Satz Hara Haribu. Das ist ein Zitat von Konfuzius und bedeutet: Iss, bis du zu 80% voll bist. Wissenschaftler haben jetzt nachgewiesen, dass eine leichte Unterversorgung mit Kalorien unter anderem die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützt und den Alterungsprozess hinauszögert. Essen Sie Fleisch nicht öfter als 2-mal in der Woche. Lassen Sie sich Zeit bei der Zubereitung und richten Sie das Essen liebevoll in kleinen Portionsschälchen an. Auf diese Weise schenken Sie ganz bewusst jedem einzelnen Bissen Ihre Aufmerksamkeit. Weisheit Nummer 3. Das größte Glück liegt in den kleinen Dingen, sagte Wilhelm Busch. Rituale halten das Leben zusammen, schenken uns Selbstsicherheit und Glück. Die Menschen in den blauen Zonen wissen, dass Gewohnheiten eine enorme Kraft innewohnt. Die 100-Jährigen von Okinawa trinken jeden Abend ein Glas Sake mit Freunden und Familie. Legen Sie jeden Tag eine Happy Hour ein. Nehmen Sie sich Zeit, die Gesellschaft von anderen mit einem Glas guten Weins zu genießen. Rituale wollen uns mitten in den Anforderungen des Lebens Freiraum gewähren, indem wir aufatmen können, sagt der Benediktinermönch Anselm Grün. Entspannend wirken Rituale erst dann, wenn sie mehrmals am Tag oder in der Woche gepflegt werden. Weisheit Nummer 4. Man muss es so einrichten, dass einem das Ziel entgegenkommt, sagt der Theodor Fontane. Ob ein Beruf, ein Hobby, die Sorge für jemand anderen oder die Liebe zu den Kindern. Hat man ein Ziel im Leben, reduziert sich Stress, der Verstand bleibt geschärft. Wir brauchen einen Grund, um morgens aufzustehen. Formulieren Sie Ihre ureigene Mission. Was bringt Sie morgens aus dem Bett? Definieren Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist. So, Moment. Oh, das ist. Schärfen Sie Ihren Verstand, indem Sie etwas Neues lernen. Eine Sprache oder ein Musikinstrument. Weisheit Nummer 5. Die Kunst des Ausruhens.
ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Das sagte John Steinbeck. Menschen, die es in die Hunderter schaffen, strahlen oft Gelassenheit aus. Sie haben gelernt, dass die schönsten Momente verloren sind, wenn man sie blind an sich vorbeifliegen lässt. Leben Sie wie der sardinische Schäfer, der jeden Tag eine Pause macht, nur um den Blick auf ein Tal zu genießen, in dem er seine Herde nun schon seit 80 Jahren grasen lässt. Meditation bringt Frieden. Schaffen Sie sich in Ihrem Zuhause einen ruhigen Rückzugsort und meditieren Sie dort jeden Tag, ob allein oder gemeinsam mit anderen. Weisheit Nummer 6. In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selbst. Das sagt ein chinesisches Sprichwort. Familienbande sind wichtig in den blauen Zonen. Es gibt ein Dorf in Costa Rica, in dem alle 99 Bewohner von ein und demselben 85-Jährigen abstammen. Sie essen zusammen, besuchen den Partner, den Patriarchen, spielen Karten und Domino mit ihm. Unternehmen Sie etwas gemeinsam. Bestehen Sie einmal am Tag auf einem gemeinsamen Essen. Schaffen Sie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Errichten Sie einen Familienaltar, einen Tisch, auf dem Fotos und andere Erinnerungsstücke von verstorbenen Lieben einen Platz bekommen. Oder von jenen Verwandten, die Sie nicht so häufig sehen. Weisheit Nummer 7. Glaube ist ein sechster Sinn, der wirksam wird, wenn die Vernunft versagt. Das sagte Mahatma Gandhi. Alle 100-Jährigen in den blauen Zonen sind Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft. Es scheint, dass jene, die auf ihre spirituelle Seite achten, häufig große Chancen auf ein paar extra Lebensjahre haben. Welcher Religion man angehört, spielt dabei keine Rolle. Sind Sie bereits Teil einer Religionsgemeinschaft, werden Sie aktiv. Singen Sie im Chor, engagieren Sie sich ehrenamtlich in Ihrer Gemeinde. Sind Sie nicht religiös, besuchen Sie doch mal Gottesdienste oder spirituelle Versammlungen, und zwar für 2 Monate einmal die Woche. Weisheit Nummer 8. Ein Freund ist ein Geschenk, das man sich selbst macht. Das sagt der Robert Louis Stevenson. Die Bewohner der blauen Zone leben in eher isolierten Gemeinschaften. Das liegt entweder an den geografischen Umständen oder an dem religiösen Leben, das sie führen, wie zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten. Das Ergebnis ist ein großer sozialer Zusammenhalt. Die Menschen unterstützen einander, wenn nötig. Studien zeigten, Menschen mit vielen sozialen Kontakten leben 2 bis 3 Jahre länger als jene, die nur wenige Bekannte haben. Überprüfen Sie Ihre Freundschaften und finden Sie heraus, welche wirklich gut für Sie sind. Wählen Sie Freunde, die Ihren Lebensstil teilen und unterstützen. Investieren Sie in Freundschaften, treffen Sie sich regelmäßig, unternehmen Sie etwas gemeinsam. Weisheit Nummer 9. Deine Nahrung soll dein Heilmittel sein. Das sagt ein japanisches Sprichwort. Hushiba Goya Kutsu Imo. All dies sind leckere und gesunde Gemüsesorten, die auf Okinawa reichlich verzehrt werden. Sie sind Kusuimun-Nahrungsmittel, die zugleich Medizin sind. Rosmarin fördert die Durchblutung und kräftigt die Nerven. Brunnenkresse aktiviert den Stoffwechsel und wirkt aufgrund ihrer desinfizierenden Eigenschaften wie ein natürliches Antibiotikum. Estragon ist ein hervorragender Salzersatz und daher für salzempfindliche Bluthochdruckpatienten bestens geeignet. Setzen Sie Hülsenfrüchte und Nüsse auf den Speiseplan. Hülsenfrüchte sind in den blauen Zonen wichtige Nährstoffquellen. Studien haben bewiesen, dass der Verzehr verschiedener Sorten Nüsse die Lebenserwartung erhöht. So, mal sehen, ob es noch weitergeht. Das war's. So, vergessen Sie bitte nicht, auf den Abonnier- und Mir-Gefällt-Knopf zu klicken und mit deinen Freunden zu teilen.